Hallo, da sind wir wieder, Pippa und Gitte. Wir spielen Elex und sind jetzt wieder unterwegs und wollen zu einem kleinen Dorf. Das soll auf einer Insel sein. Von dem hat Vadek gesprochen. Das ist der Vater von Jax und Kallax. Kallax hat letztens einen etwas feigen Kampf geführt. Er hat nämlich unseren Freund in eine Falle gelockt und da waren jede Menge anderer kleiner böser Alps. Wer nicht mehr da war am Schluss, war Kallax. Es war ein heißer Kampf, stimmt's? Ja. Heiß im wahrsten Sinne des Wortes. Wie gut, dass wir hier schon Teleporter haben. Ja, genau. Sonst müssten wir wieder stundenlang schwimmen. Ja, aber das ist nicht die Insel auf... Oh. Ein Unhold. Da ist ja auch nur ein Troll. Aufpassen, der schmeißt ja auch. Achtung! Der schmeißt nichts mehr. Außer sich hin. Also diese Insel hast du schon mal besucht, ja? Ja, klar, da haben wir doch... Ach, wie heißt sie denn nochmal? Katta. Das ist die Insel mit Katta, genau, ja. Das wollte ich nämlich wissen. Das ist die Insel, auf der Katta war. Da müsste hier auch einige Gebäude geben. Ja, da sind sie. Ja. So. Da ist das Dorf, das ich mir für meinen Vater ansehen sollte. Die Luft hier riecht wie... Es erinnert mich an etwas. Ich kenne diesen Ort. Ich war früher sehr oft hier. Dieser Weg. Der Strand. Die Hütten. Aber das ist... Es muss sehr lange her gewesen sein. Ich war noch ein Kind. Ein Kleinkind vielleicht. Ich habe hier gelebt. Mit meinen Eltern. Es ist verwirrend, aber ich beginne mich zu erinnern. Bitte? Es war eine verregnete Nacht. Sie kamen aus dem Norden. Mit ihren Waffen aus Licht und Feuer. Die Menschen gerieten in Panik. Sie rannten. Jeder versuchte, sich zu verstecken. Wir hörten die Menschen schreien. Der andere Junge neben mir in unserem Versteck. Er hatte genauso viel Angst wie ich. Dann fand uns einer von ihnen und brachte uns in den Norden. Alle anderen waren fort. Was blieb, waren leblose Körper in der Brandung. Es gab nur noch mich und den anderen Jungen. Wie hieß er noch? Dieser fremde Mann nannte mich Jax. Und den anderen Jungen Kallax. Ich verstehe jetzt. Das ist es, was Vadek mir all die Jahre verschwiegen hat. Kallax und ich sind Kinder von Edan. Aber das würde ja bedeuten, dass der alte Mann wird einiges erklären müssen. Hier könnte man sich fast schon niederlassen. Ja, Jax hatte sich hier schon mal niedergelassen, beziehungsweise seine Familie. Muss ein ziemlich kleines Kind gewesen sein. Ich habe leider keine Zeit. Nee, das sind sowieso die Verbannten. Ja. Lass ihn doch den Besen, das hinter denen auch nach dem Besen. Lass sie doch mal hier ein bisschen sauer machen, wenn sie wollen. Ja. Also ehrlich, und hinterher sagen, die sind so schmutzig, die Verbannten. Alles sieht ja so unordentlich und schmutzig aus. Den Krug, na, lass mal ihn gehen, auch noch. Wir sind heute großzügig. Also, da kommt er von dieser Insel. Dann ist er ja eigentlich, als er Berserker wurde, hat er sich ja wieder dem Volk angeschlossen, zu dem er wahrscheinlich eigentlich gehörte. Ja. Ob das damals auch schon Verbannte waren hier auf der Insel? Nee, muss ja nicht sein. Es können ja einfach nur Fischer gewesen sein. Durchaus möglich, dass damals noch gar keine Verbanden hier gelebt haben. Ja. Ganz nett eigentlich, oder? Ja, es ist so ein kleines Ort. Fischerdörfchen. Der hat sich's auch gemütlich gemacht da oben auf der Brücke, ja? Naja. Da hat man bestimmt eine tolle Aussicht. Lass mal gucken. Können wir uns nicht dazusetzen? Oh, jetzt fühlt er sich aber ertappt. Hä? Nur auf jeden Fall ist es eine traurige Geschichte. Das heißt, also seine Familie wurde ausgelöscht und nicht nur die Familie, das ganze Dorf wurde von den Alps niedergemacht. Ja. Also alle wurden getötet. Alle umgebracht. Bis also es auf sind die schon welche, die Völkermord begehen. Kinder. Also die, aber gut. Wie man so hört, wie die Berserker und die Outlaws und ja, die wie die alle zueinander stehen, das ist ja auch nicht so viel besser.
Halt, mal gucken. Sind sie sich alle sehr ähnlich? Ja, eigentlich auch. War das der Torwächter? Ach. Wir gehen jetzt erstmal zu Wadek und sprechen mit ihm, ne? Ja. Ja, 0 von 1. Ja, jetzt musst du mit Wadek und Thorald sprechen. Mal sehen. Muss ich nicht verstehen hier. Was denn? Na, hier ist im Verborgenen. Mal gucken, ich markiere es mal. Na, das war doch die Sache, die von. Wir müssen erstmal zu Wadek und ihn zur Rede stellen. Hat er ja auch mehr oder weniger. Bevor wir hier so als Kalas weitermachen. Überhaupt keine Markierung. Nö. Wir wissen ja auch nicht, wo wir ihn treffen können. Ich will erstmal zu Wadek gehen. Er hat ja auch gesagt, ich müsste mit Wadek sprechen und der müsste einige Fragen beantworten. Ja, wir gehen mal wieder hin. Gehen wir erstmal dahin. So. Halt. Zur Abwechslung gehen wir mal wieder andersrum. Ich meine, die müssen auch keine natürlichen Brüder sein jetzt hier, die beiden. Nur nee. Weil du auf einem und demselben Dorf standen. Das waren nur zwei Jungs, die da rumstanden. Das können Brüder gewesen sein, muss aber oder nicht. Oder eben auch nicht, aber es ist auch egal, das spielt sowieso keine Rolle. Da steht Separatist, das war die Separatistin. Hier ist er. Da ist er. Genau. Ich war im Fischerdorf in Edan, das du erwähntest. Dann verstehst du jetzt? Ich verstehe, dass Kallax und ich die Söhne von Berserkern sind, nicht deine. Ich verstehe, dass du unsere Eltern getötet und uns als deine Kinder in den Eispalast verschleppt hast. Was ich aber nicht verstehe, ist, warum? Deine Mutter und ich konnten keine Kinder zeugen. Doch ich wollte nachkommen. Ich wollte, dass meine Dynastie die mächtigste aller Alps werden sollte. Und durch meinen Schachzug mit euch war ich am Ende auch erfolgreich. Sieh dir an, was aus euch geworden ist. Naja. Ihr seid heute die Speerspitze der Alparmee. Du meinst, wir waren es. Deine Bastarde versuchen sich gerade gegenseitig zu töten. Ja, ich weiß. Einiges ist mir etwas aus den Händen gegangen. Etwas. So ein bisschen. So nennst du das? Naja, warte mal. Kälte wird entsprechen gehen. Ja. Ja, zwei, kann man sagen. Ja. Ja, das würde ich sagen. Das kann ich nicht machen. Nein. Der Kältewert ist zu niedrig. Ja, das ist klar. Ja, also eins oder zwei. Aber das andere ist wie fühlt sich das für dich an, wenn du mir das alles in deinem aktuellen Zustand erzählst? Ich bereue nicht, dass ich euch zu großen Männern ausgebildet habe. Ich sehe doch, wen ich da erschaffen habe. Allerdings hätte ich dir das alles schon lange sagen müssen. Vielleicht wären wir dann heute nicht hier, sondern immer noch in den Hallen des Eispalastes. Was? Wie auch immer. Ja. Das ist es jedenfalls, womit du Kallax anlocken kannst. Niemand im Eispalast wird auf einen Mann hören, dessen Wurzeln beim Erzfeind zu finden sind. Wenn du ihm androhst, das im Eispalast publik zu machen, wirst du seine ungeteilte Aufmerksamkeit haben. Nur Geduld. Der Tag wird kommen, an dem du weißt, an welchem Ort du Kallax stellen kannst. Gut. Tja. Der Torwächter. Ein anderer Torwächter ist ja eigentlich... der Pilger. Tja. Na, gucken wir doch mal. Aufs Questlog meinst du? So ist es. Oder ins Log. Geduld immer noch, alte Pflichten. Ja, man könnte ihm auch mal wieder Bescheid sagen. Ja, aber hier ist noch so aussieht. Aha. Warum hier beim Torwächter, warum steht denn da? Kannst du nochmal hochgehen? So eine, auf. Hier steht einmal Wadek und einmal Thorald. Du musst auch wahrscheinlich Thorald 1-1 haben, oder? Ja. Naja. Ja.
Mal sehen. Ja. Na. Muss man immer reinzoomen, sonst kommt man gar nicht hin. Was das früher wohl mal war? Ja. Hast du schon mal gefragt, oder? Naja, die Frage würde ich mir auch immer wieder erneut stellen. Guck mal, was hier hübscher. Na, wer bist du denn? Na, du? Sag mal, ich habe ein Problem mit dem automatischen Fokus. Bleib hinter mir! Ich muss jetzt immer mit Hand zielen. Aha. Komisch. Ich habe nichts bei den Optionen geändert. Aber der automatische Fokus ist jetzt komischerweise weg. Hast du dir irgendwas gegeben, was das irgendwie irgendeine sehr Eigenschaft? Sehr merkwürdig. Die das jetzt hier bewirkt oder so? Nicht, dass ich wüsste. Na gut, gehen wir mal weiter. Okay, so. Torheit. Wir müssen hier, da ist jetzt sowieso markiert. Dann gehen wir mal. Der saß ja da hinten. Nochmal nachhüpfen, sicherheitshalber. Hat dich einen hübschen Platz ausgesucht, ein bisschen hart, ne? Ja. Auf so einen Stein. Aber da kann er so richtig von oben auf uns runter gucken, ne? Naja, nicht eigentlich. Er sitzt ja. Na, jetzt nicht, aber wenn er steht. Na, kannst du mir das sagen? Das haben wir ja festgestellt. Du hattest recht. Zadom steckt tatsächlich hinter dem Angriff auf meinen Gleiter. Tja, warum bin ich jetzt nicht überrascht? Nun, nachdem du das jetzt weißt, solltest du Zadom nicht zur Rechenschaft ziehen? Er ist verschwunden. Ich fürchte, er wird wieder auftauchen, wenn wir es am wenigsten gebrauchen können. Ja. In Ordnung. Und weiter? Oh ja. Kallax hat mich in seine Falle gelockt. Oh. Glück für dich, dass du es trotzdem überlebt hast. Ja. Na, was kommt jetzt? Keine gute Sicht. Nee, in der Gegend ist immer schlechtes Wetter. Oder fast immer. Hochgradige Luftverschmutzung. Ja, ja. Und obendrein noch Schneetreiben. Ich sehe, hast du es geschafft. Du bist jetzt Elexitor. Ja, endlich. Es ist faszinierend. Ich kann jetzt sehen. Es ist wirklich der einzige Weg, um wahre Effektivität zu erreichen. Jetzt, da ich die Robe trage, ist es für mich noch unverständlicher, dass du dieses Angebot des Meisters ausschlagen konntest. Der Preis ist mir einfach zu hoch. Mein freier Wille gehört mir und keiner Maschine oder einem Kollektiv. Aber du hast doch keine Ahnung, was dir entgeht. Man hätte dich dazu zwingen müssen. Wir sind immer noch Individuen. Und so sollte es auch bleiben. Und wenn das Kollektiv der direkte Weg in die nächste Stufe der Evolution ist... Ist er das? Dass du es nicht weißt, obwohl du jetzt ein Teil des Kollektivs bist, sagt mir, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Wie kann ein Alp so etwas sagen? Naja, ein richtiger Alp bist du ja ohnehin nie gewesen. Ach ja? Willst du mir damit sagen, ich hätte all die Jahre meine Zeit verschwendet, indem ich unserem Volk und der Direktive gedient habe? Nein, natürlich nicht. Vergiss einfach, was ich sagte. Wir haben noch einige Vorbereitungen für unseren nächsten Einsatz zu treffen. Also lass uns weitermachen. Ja, machen wir weiter. Tja. Hat er das schon gewusst? Ja, aber es wäre besser für unsere Zusammenarbeit, wenn du dich ab jetzt aus meinen Familienangelegenheiten raushältst. Wie du meinst. Gibt's da noch etwas? Der Reaktor meines Gleiters ist wieder nahezu einsatzbereit.
Das ist gut. Wir werden deinen Gleiter noch brauchen. Sagst du mir auch wofür? Er könnte der Schlüssel zum Eispalast sein. Lass ihn ordentlich fit machen. Bis wir soweit sind, muss er voll einsatzbereit sein. Du bist ein wahrer Kriegsherr. Deine Taten werden den Menschen unvergesslich bleiben. Ab heute haben wir eine reelle Chance, den Krieg zu gewinnen. Unser vernichtender Sieg über den Hybriden wird glorreich sein. Langsam, Thorald. Wer spricht hier von Vernichtung? Der Hybrid wird sich beugen. Oder seine Tage sind gezählt. So weit sind wir noch nicht. Ich will jetzt erst einmal wissen, was du über den Eispalast weißt. Gut. Gib mir noch einen Moment Zeit. Ich muss erst über ein paar Dinge nachdenken. Dann stelle deine Fragen. Ich werde sehen, ob ich sie beantworten kann. Je näher ich meinem Ziel komme, desto weiter scheine ich mich davon zu entfernen. Was habe ich getan? Ich führe einen offenen Krieg gegen meine eigenen Leute. Mehr noch, ich verbünde mich mit dem Erzfeind, den ich einst bekämpfen sollte. Wie konnte ich so tief fallen? Der Kampf gegen mein innerstes Selbst bringt mich fast um den Verstand. Wer steckt hinter diesem Komplott gegen mich? Gegen mich, dem einst stärksten und effektivsten Kriegsherrn des Hybriden? Wer am Hofe des Eispalastes hat so großen Einfluss und ist so vermessen, sich gegen den Willen des Hybriden zu stellen? Kallax? Die Separatisten? Zadom? Vielleicht der erste Elexitor Tarek? Waren es am Ende sogar alle Elexitoren? Weil ich ihnen zu mächtig wurde, niemals einer von ihnen sein wollte? Ich will die Wahrheit. Ich will endlich antworten. Ich könnte mir vorstellen, dass Zadom den Platz des Hybriden einnehmen möchte oder zumindest erster Elexitor. Durchaus möglich. Eigentlich ganz nett hier. Gelandet? Ach, wir sind immer noch hier in der Gegend. Na klar. Also ich meine, ich will jetzt nicht spekulieren, ich habe keine Ahnung. Man könnte auch mir auch vorstellen, dass Zadom, der scheint ja wirklich ein sehr intriganter Typ zu sein, dass er dahinter steckt. Tja, okay, mal speichern und dann mal wieder anquatschen, ne? Mal sehen, was er jetzt zu sagen hat, was liegt hier. Mana, kann man ja mitnehmen. Welche Schwachstellen hat der Eispalast, die die Alps nicht kennen? Bevor wir unsere Trümpfe ausspielen können, müssen vorher noch einige Dinge passieren. Die Armee der Alps versammelt sich gerade an den Grenzen von Xakor. Wenn wir diese Stellungen einzeln ausheben würden, wäre ein Frontalangriff überhaupt erst möglich, um nicht in einen Hinterhalt zu geraten. Und wo wir schon bei Hinterhalt sind. Die Separatisten müssten endlich einmal Farbe bekennen und aktiv eingreifen. Sind sie nun für oder gegen uns? Entweder sie unterstützen uns oder sie müssen aus dem Weg geräumt werden. Bist du bereit dazu? Na gut, die können es nicht brauchen, dass jemand den Rücken ihnen vielleicht in den Rücken fällt. Das ist schon klar. Ja, was sagst du, unter welchen Umständen wärst du denn bereit, den Separatisten? Ja, nicht uninteressant. Unter welchen Umständen wärst du denn bereit, den Separatisten zu vertrauen? Ganz einfach. Sobald sie anfangen, auf ihre eigenen Leute zu schießen, hätten sie mein Vertrauen. Sagte ich, du sollst unsere Probleme aufzählen? Erzähl mir endlich etwas, das uns weiterhilft. Ist das Eisland sauber, kommt dein Gleiter ins Spiel. Die große Barriere um den Eispalast muss weg. Ein paar gezielte Schüsse mit den Bordkanonen deines Gleiters würden den Barrierengenerator zerstören und der Weg wäre frei. Dazu muss er aber voll einsatzbereit sein. Entscheide dich. Den Gleiter sollten wir hinbekommen. Doch wie sollen wir die Streitmacht der Alps aus dem Weg räumen? Die größte Schwachstelle der Alps ist das Elex. Wir haben bereits ihren Nachschub abgeschnitten. Jetzt werden wir uns um den Teil kümmern, den sie bereits haben. Wenn ich mit meinem Experiment erfolgreich bin, dann werden die Alps ihre wichtigste Machtquelle verlieren. Naja.
Das wird ja dann in Mana umgewandelt, ja. Hervorragend. Du planst den Hybriden mit Mana zu kontaminieren? Du planst den Hybriden mit Mana zu kontaminieren? Ja, man muss nur nah genug an ihn herankommen, um es ihm einzuflößen. Dann kennst du den Code des letzten Shots zum Hybriden. Nein, aber du weißt, wer ihn haben könnte, oder? Die Elixitoren. Jeder von ihnen hat freien Zugang zum Hybriden. Ich war nur ein Commander und konnte nur zum Hybriden, wenn er mich rief. Dann geh doch endlich zu Kallax und erledige diesen Mistkerl. Doch vorher quetschst du noch diesen Code aus ihm heraus. Thorald, ich dachte, du wärst ein großer Kegel. Weiter nichts. Ja, aber ich glaube ja nicht an Kalan, also ist ja was. Und wenn dein Experiment nicht funktioniert? Dann werden wir nicht umhinkommen, die Alparmeen direkt anzugreifen. Du warst selbst einmal Commander der Alpsoldaten. Also weißt du auch, wie kopflos die Alptruppen sind, wenn ihnen die Führung fehlt. Erledige die Alp-Commander der letzten Stellungen der Alps rund um den Eispalast. Mhm. Und sie werden uns nicht mehr am Einmarsch in den Eispalast hindern. Guter Plan. Du glaubst, man überwindet die große Barriere einfach nur, weil man den Generator beschießt? Eure Generatoren sind alle gleich aufgebaut. Es ist ein Kinderspiel, wenn man mit voller Energie auf die Lüftungslamellen schießt. Wir haben einen ähnlichen Generator bei dem Angriff auf den Konverter hier in Edan lahmgelegt. Ein Schuss mit einer unserer Ballisten reichte völlig aus. Da wird dein Gleiter erst recht damit fertig. Wow, das ist ganz schön was zu tun, du Armer. Ja, ja. Ja, aber das stimmt. Die Alp haben wir ja mitgekriegt, sind streng hierarchisch organisiert. Mhm. Und wenn da keiner sagt, wo es lang geht, dann könnte das durchaus sein, dass nur noch Panik ist. Klar, die sind ja sowieso im Grunde eigentlich kaum... Bin irgendwie willenlos, kommen die mir vor, ja. Diese Alpsoldaten kommen vor wie in Maschinenfalle laufen. Ja. Du brauchst einen Treffpunkt, der von den Alps nicht so häufig kontrolliert wird. Mhm. Sardom hat sich doch auch irgendwo versteckt. Wie wär's denn damit? Dann musst du Kallax dazu bringen, allein gegen dich anzutreten. Gut, dann weiß ich jetzt, wie und wo ich Kallax stellen kann. Ich werde ihm eine Nachricht mit meinem Adjutor senden. Ich denke, er wird nicht lange brauchen, um am Treffpunkt zu sein, wenn er sie liest. Beeile dich aber damit, bevor er Dinge in Gang setzt, die wir nicht mehr aufhalten können. Ich habe mich gerade gefragt, wie die Post nur so funktioniert zwischen Edan und dem Adjutor. Eispalast. Mhm. Okay, ja. Ach nee, also was soll das? So. Wir wollen den Hybriden hier auch loswerden. Guck mal, ich habe hier Sachen vergessen. Oh, kann man hier ein? Du hast ja noch gar nicht drin, weil du immer nur mit ihm gesprochen hast. Ach so, ja, da war ich letztes Mal dran und habe gesagt, ach, das kann ich mal offscreen einsammeln. Und als ich da einsammeln war, habe ich gar nicht mehr an das Haus hier gedacht. Egal. Wir gucken mal. Geduld. Der letzte Flug. Ja, da müssen wir Harley befragen. Ja, wir müssen ihn nochmal befragen, aber ich glaube, du wirst wahrscheinlich erstmal hier dich oder diese Dinger tot machen müssen. Erst gibt es hier eine ganze Menge. Oh, und die Separatisten musst du ja auch befragen. Also hast du auch nichts zu tun. Ja. Ja. Genau. Vielleicht gehst du erstmal zu den Separatisten. Machen wir als erstes. Ja. Ich habe schon markiert. Da solltest du auch speichern, bevor du mit denen sprichst, nicht dass du einen Fehler machst. Ja, wir würden sie ja gerne eigentlich behalten wollen. Ne? Ja, klar. Wir würden gerne mit ihnen gemeinsam kämpfen wollen. Oder wenn sie sich neutral verhalten. Eigentlich wollen wir alle zusammen, damit sie endlich mal alle an einem Strang ziehen. Mhm. Ach, guck mal, da ist einer hier im Feind. Oh, widerlich. Ja, sie sind ziemlich widerlich. Blödes Mistvieh. Blöd, aber warum kommen die? Hey, wer ist denn da oben? Ein Separatist. Ah ja. Ja, der läuft da rum.
Das da vorne ist ein roter, der rote Punkt bewegt sich nicht und der Alp, der lief ja, genau. Quer übers Bild. Na schön. Also hätte sich auch der Punkt bewegen müssen. Richtig. So, mein lieber Sestak. Speichern. Ja, ist auch nicht uninteressant. Ja. Wer von euch hat es geschafft, meinen Vater von eurer Sache zu überzeugen? Niemand. Madek hat unseren Weg gewählt, weil er es wollte. Auch du wirst hoffentlich noch erkennen, was für unser Volk das Beste ist. Wann hast du meinen Bruder das letzte Mal gesehen? Vor ein paar Tagen vielleicht? Kallax wurde in den Eispalast zurückbeordert, soviel ich weiß. Die Alps bereiten sich vor. Bald schon werden wir mit ihrem Großangriff rechnen müssen. Ich werde den Eispalast angreifen. Du hast Großes vollbracht. Was meine Agenten mir über deine Fortschritte berichten, ist beeindruckend. Doch wie steht es um deine Gesinnung? Was meinst du? Nach dem, was ich so höre, scheinst du dir noch nicht sicher zu sein, für welche Seite du dich entscheiden wirst. Kämpfst du nun gegen den Hybriden? Oder ist dein Beweggrund immer nur noch deine Rache an den Elexitoren? Schwierig. Ja, ich kann hier nicht sagen, ich bin kämpf gegen den Hybriden. Steht leider nicht zur Verfügung. Na, welche Rolle spielt das, wenn man sagt, ich kämpfe gegen die Elexitoren? Reicht das nicht? Oder ja. Ich bin auf der Seite der Menschen. Naja, er fühlt sich ja nicht als Mensch, sondern als Alp. Die Alps müssen überleben. Davon bin ich auch der Meinung, dass die überleben müssen. Aber eben nur, wenn sie eben nicht so bleiben, wie sie bisher sind. Ja, okay, und sagen wir das mal. Welche Rolle spielt das? Ich kämpfe gegen die Elexitoren. Reicht das nicht? Ah ja, interessant. Doch wie steht es um den Hybriden? Wirst du nun zulassen, dass er weiterhin die Geschicke der Alps kontrolliert oder nicht? Nee. Denn bedenke, wir werden nur an deiner Seite stehen, wenn du auch unsere Interessen vertrittst. Andernfalls wirst du die Konsequenzen tragen müssen. Naja, wir müssen gleich wieder laden. Jo. Ja. Jetzt kommt das, was ich vorhin eigentlich machen wollte. Der Hybrid muss weg. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Nun gut. So könnten wir eine reelle Chance gegen unsere Widersacher im Eispalast haben. Wir sind dabei. Doch muss ich erst noch einige Vorkehrungen treffen. Wir sehen uns in Xakor, Jax. Der Sieg wird unser sein. Aber nun beeile dich und erledige deine letzten Aufgaben. Die Zeit rennt. Sehr gut. Sehr gut, sagt sie. Mhm. Die freut sich schon, ne? Ja, sie hat sich auch gefreut. Mit der Entscheidung war sie zufrieden. Gut, naja, ansonsten werden wir mal gucken, wo wir jetzt hin müssen. Spielen gehen. Wir haben eine Menge zu tun. Ja, die Kommandanten zu beseitigen, ist die ganzen Trupps. Eine hübsche kleine Sache. Die müssen alle weg. Ja. Wir haben sechs Trupps, die wir befriedigen müssen. Na, eher befrieden. Auf römische Art. Kommen wir von hinten oder von vorne? Das kannst du entscheiden. Ach, ich dachte, du sagst mir endlich mal was. Na gut, hier haben wir zwei. Hier ist eine sehr nah. Das gefällt mir nicht so gut. Nee, das gefällt mir auch nicht so gut, aber sind immer ziemlich nah. Also... Na gut, hier könntest du hier, ja. Genau, von hinten aufrollen. Fangen wir hier mal an, ha? Genau. Keine schlechte Idee. Hast du eigentlich schon gespeichert gehabt, nachdem ja die Entscheidung nachdem die Separatisten ihre Entscheidung getroffen haben? Jetzt. Hast du gespeichert, gut. Das ist ja nicht unwichtig. Dann werde ich mir mal eine Marke setzen auf den nächsten. Auch da können wir gleich hier oben anfangen, das ist praktischer. Ja, gerne. Also ich sehe das... Du siehst das nicht so verbessert. Cool. So,
Dann gehen wir mal hier durch. Wir müssen sowieso gleich Schluss machen. Vielleicht schafft es ja noch einen von den Commanders. Naja, ich fürchte, die sind nicht allein unterwegs. Nö. Sind ziemlich sicher nicht allein unterwegs, sind und sogar schon ziemlich. Werden es ganz viele. Ja. Na, ich glaube, wir machen erstmal Schluss. Geh jetzt nicht weiter ran, wir machen Schluss an dieser Stelle. Ich gehe mal kurz gucken hier. Ja. Ne, von hier kann ich sie noch nicht sehen. Und in der nächsten Folge werden wir dann hier weiterspielen. Okay. Guck mal, die haben schon einen Weihnachtsbaum hier hingestellt. Hübsch, ne? Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.